Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Frühstückstalk. Ich bin der Möbor und heute gibt es, wie ihr es gerade schon gesehen habt, The Guild of Dungeoneering. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet, denn es geht direkt los mit einem coolen, gesungenen Intro und das möchte ich euch, das werde ich euch nicht ersparen. So, wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber erstmal das Wichtigste. Guten Morgen, Andi. Hallo Psils und guten Morgen, Schläfi. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe euch auch extra ein bisschen länger Zeit gelassen mit dem Kaffee, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Ich habe gestern vom Fire Driller gelernt und vom Andi, dass der Countdown so lange laufen muss, bis die Leute da sind. Deswegen, ja. Ich starte einfach mal das Spiel. Ich hoffe, das funktioniert auch direkt hier. Sound ist schon mal da. Ich muss leider dieses ganze Lied erst durchhören. Aber währenddessen schon mein erstes Schokocroissant genießen. Für ein schönes Lied. So. Ja, ich lieb's jetzt auch schon. Sieht aus, als hätte ich eine Krone auf. Schön. Aber das Kamerakind. Ah, okay. Doch, es geht. So, New Game. es ist ein Dungeon Crawler Card Battle Spiel. Und wir haben wohl nicht die Möglichkeit, unsere Figuren zu steuern, sondern. Wir bauen den Dungeon drumherum. So ein bisschen erinnert mich das an Super Monkey Ball, wo man auch nicht die Figur steuert, sondern das Level. Aber mal schauen. Ich muss hier gerade noch was an der Kamera umstellen, es tut mir leid. Das Autoframe funktioniert nicht so gut, wie ich das gerne hätte. So. Ja, schon besser. So, Slot 1, unused. Lure your Dungeoneer with treasure. Higher value treasure is even more tempting. Ah. Wie im echten Leben. Nein, so viel Text. Is the Guild of Dungeoneering. All across the land they're cheering. Oh, to be a Dungeoneer. Ach so, das ist gar nicht der Text, vom, der da steht. Chasing fame and glory. The Ivory League of Explorers, the noblest, most virtuous guild in the land. Pfft, those insufferable jerks. I'll show them. They won't think of me so grossly incompetent when I have my own guild. Bought a small hall in the bad part of town with the gold I borrowed from them. Stake out a dungeon that's ripe for picking. I've even found a chump who can do all the dirty work while I sit back and watch the coins roll in. Sehr gut. Like my father always told me, there's always someone stupider than yourself. Das ist wohl wahr. Well, he never really said it to me. Actually, he said it to everyone but me. Hey, wait a minute. WB Andi und Prost. Boah, es ist hell. Muss ja nochmal Kamera fixen. So. We need to hire some Dungeoneers, so let's build a barracks. Okay. Drag the barracks card beside your guild house to build a new room. Oh, das gefällt mir richtig gut. A new Dungeoneer arrived, Amado. Click to rename. Oh! The solitary lump. The pawn who's fodder for the grind. The sorry little chump. Nimm Psils, ja, okay. Psils, wow, those posters must be working. Alright, wir haben Psils an Bord. Can expand your guild to gain new dungeoneers and abilities. Okay. But first try going on an adventure. Ooh.
Rats, how original. Quest 1. Squeak, squeak. Everyone's gotta start somewhere. Enter Dungeon. Hallo Picky, guten Morgen. Keine Haare, um die man sich Gedanken machen müsste. Ja. Oder das ist eine Badekappe. Fleischfarben. Farben. Weiß ich nicht. Dungeons level up and gain a heart when they beat a monster they level or higher. Also sehr level or higher, okay. Play up to 3 cards this turn. I play your first turn, it's easy. Ist das jetzt der Part, wo ich einfach nur wegsitte und die Coins inrollen lasse? Achso, Battle. Stupidity 1, you scratch your head. Ice punched close. Power, Ice Punch Claws. So. Physical Damage, Block 1 Damage. Also, der macht gar nichts. Man kann nicht angreifen, ne? Ah, 2 Schaden. Minus 1 Herz. Block 1 Damage. Mal gucken, wie viel ich jetzt kriege. Trotzdem. Ein Schaden. Das Dungeon wird hart oder Badekappe? Hart! Das war gut, glaube ich. Defeat 2 more monsters. Wooden board. Looks almost useful. Fork. Is it time for second breakfast? Oh, the fancy adventurer. Oh, das klingt nach was Hübsels, oder? Ach, ich kann die ausrüsten. Ach, wie cool. Now you have a go. Pick up 3 cards. Corridor. Giant Bat. Also die kann ich da jetzt reinpacken. Ah. You filled the dungeon with giant bats. Wie witzig. Spook. Was macht das? 1 magic damage. Block 1 physical. Wenn ich jetzt angreife, blockt er ein. Achso. Shift. 1 physical damage quick. Draw a card. Das klingt gut. Und dann blockt er ja, ne? Ja, okay. Magic damage plus Herzen für. Ja, achso. Damit zieht er sich Schaden zurück. Das ist ja auch doof. Der hat sogar ein zusätzliches Herz bekommen jetzt. Uff, das ist ja. Das ist ja etwas. Bite. Physical Damage unblockable. Und. Achso, das heißt das. Der Blutsauger, ja. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, übernehme ich die HP vom letzten Kampf oder. Wurden die automatisch eh wieder voll gemacht. Advice Folge halt, okay, das will ich auch hoffen, denn es läuft gerade nicht so ganz gut. So, Quick Damage ist, dass ich zuerst angreife, oder? Ach, hat das geblockt? Nein! Schade, Psils. Das tut mir leid. Das war der zweite Gegner. Oh Mann! Dead at last. The future now is in the past. And all because their selfish pride.
uns. Chasing fame and glory. Tja. Ja, bis jetzt war nicht so. Es ist aber auch noch früh. Ach, jetzt kann ich einen Friedhof bauen. Kommt direkt neben die Schlafkabine. Oh! Although the skill seems very grand, a dungeoneer's life can sometimes be hard. Not always going as they might have planned. They mostly end up in this graveyard. Okay, a new dungeoneer arrived. So, wer ist das denn? Dungeon Runs 1, ist das ja nicht mehr. Ja, also falls du meinen Namen nutzen willst, bitte erst, wenn du das Spiel verstanden hast. Ja, okay, Piggy. Expand Guild. Achso, oh. Magic, Loot. Achso. Ah, okay. 50 Münzen brauche ich dafür. Ach du liebe Güte, na gut. Dann go exploring. So, Piki, bitte enttäusch mich nicht, ne? Ich gucke so wütend, wie ich mich fühle. Das ist gut. Klaut ein ganzes Herz, ne? Block ich den doch einfach. Ach, sich selber macht er einen Schaden damit. Das ist ja, Iku, ja. Iku, Iku. Ich hör's doch so gerne. One Physical Damage, Block One Physical. Das ist schon geil eigentlich, ne? Now you have a go, okay. Fountain of Decay, Yeah, I think I can take it, okay. Go, Piki. Neurotoxin is successful. Enemy discards a card. Oh Gott. Er macht einen unblockable Damage, dann mache ich doch zwei Damage. Wieder unblockable, was soll das denn? Okay, warum kannst du nicht besser abwehren? Ha, so nämlich. Straight jacket. We're not crazy, the rest of the world is, ja. Achso, warte mal, kann ich mir jetzt ihre Stats noch angucken? Nee, ne? Doch. Okay, dann nur eine Waffe. Aber wahrscheinlich ist das eh relativ egal, ne? Ich nehme hier den Fireblast. Wie Magie so funktioniert. Oh, Massive Gem, das gefällt mir.
Fountain of was? Blindness? Sehr gut. Oh ja, klar, meine Energie ist wieder voll gewesen, ne? Victory Pound, piece of cake, walk in the park. This is just really quite surprising. Thanks to you, I've lost a wager. Against all odds, you're surviving. Next time, I hope you find more. Hardly broke danger. A sweat. So easy, in fact, that your dungeoneer can't possibly expect to be paid, can they? Take that loot for guild funds. Make them earn their dinner. Ah ja, sehr gut. Ach, krass. Jetzt habe ich ja schon genug Geld für, Ach so, das war jetzt schon ein Ding. Ich habe nicht aufgepasst, warum Paten seine Zweierkarten vor deinen Einserkarten und umgekehrt nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob es überhaupt Einser- und Zweierkarten gibt. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Monster starten immer zuerst. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also es gibt ja dieses Ding Quick Damage. Ich glaube, damit mache ich dann zuerst einen Angriff. Hidden Den, Cat Burglar. Talisman of the Trickster. Loot wollen wir eigentlich, ne? Macht das wohl irgendeinen Unterschied? Also hier sind ja bei 4 Uncommon Items. Soldier's Helmet, achso, ach, das sind alles nur. Also, das finde ich eigentlich ganz cool mit den Ausrüstungsgegenständen, dass die auch Karten sind, aber dass ich davon dann wahrscheinlich nur eine pro Gattung haben kann. Das finde ich ganz nett. Also, bei. Achso. Ach, das sind. Ach, ich kann sogar vorher gucken, welche das sind. Ich dachte, das ist so Lootbox-mäßig, dass ich zufällig jetzt 4 Dinger freischalte. Ach, und das ist jemand Neues, oder? Ist das ein Gegner? I don't know. Plus one loot. Choice slot after first two fight. Oh. Ich glaube, ich nehme hier einfach das Blacksmith. Achso, jetzt kann ich hier das Deck sehen. Okay. Battle Scars. One loot of loot choice is of a higher level than normal. Okay. Naja, auf ins nächste Level. Ah, so, das haben wir geschafft. Defeat the Red King. Go, Piggy. Squeak. Zu Red King. Ah, da oben ist er. Ach so, das ist ja auch cool. Jetzt muss ich wirklich hier das Level so bauen, dass ich da hinkomme.
Ja, let's get this over with. Ja. So, jetzt achte ich nochmal drauf, was Vicky eben meinte mit den 1er und 2er Karten. Meinst du, jedes Feral One? Ach, schon wieder unblockable damage. No. Und nochmal, wie fies. Das macht es mir natürlich einfacher, weil da muss ich nicht überlegen, ob ich blocke oder nicht. Discard one card. Nee, blocke ich weg. Blocke ich auch weg. Und jetzt mache ich ihn kaputt. Oh, Level Up! Wooden Stool, Stupidity 1, Crush 1, Armor 1. What's this supposed to be for? Ach so! Das sind hier die Gattungen der Karten. Links ist Stupidity 1 und dann gibt's einfach eine Karte, die eine Niete ist. Ach, wie cool! Oh Mann, das gefällt mir richtig gut. Geil! Was steht hier? Weapon 2. Aber U und hier ist C. Oder kann ich doch mehrere davon tragen? Oder hat sie das jetzt gar nicht an? Diesen Stab von eben? Achso, den hat sie gar nicht an. Ich probiere das mal. Was passiert? Ach, Slice and Dice. Hahaha. Skills. Achso. Ich hab's nicht ganz verstanden. Naja, mal gucken, was das noch so gibt. Oh, der ist Level 2. Redman. Hallo Joghurt, einen wunderschönen guten Morgen. Lucky Hit. Oh. Plus. Zeitfilter Damage plus 1 versus unblockable. Das verstehe ich nicht so ganz, aber mal gucken, was jetzt passiert. Ich hab's nicht verstanden. Block any plus 1 per damage blocked. Hä? Block 1? Achso. Ach, wie cool, damit heile ich mich dann sogar. Das ist ja schon nett. Das ist sehr, sehr nett, das möchte ich. Der Dude war wahrscheinlich tot. Den Schlag, den du nicht covern kannst. Ja, genau. Das hatte ich ja gesehen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so schlau, weil ich jetzt hier irgendwie in die Grütze laufen kann. Echt eine kleine Krone, wie süß. Ja. Hoffentlich regnet es nicht, genau. So, Headbutt. Er macht mir 2 Schaden und verliert selber ein Herz. Dann blocke ich doch einfach einen davon. So, jetzt mache ich das hier. Dann kriege ich nämlich einen Schaden, blocke den und kriege dafür ein Herz zurück, ne? Ja, sehr schön. Parry. 2 Angriff, 1 Blocken. Dann mache ich wenigstens einen Schaden hiermit.
Oh no, jetzt muss ich eine Karte nicht discarden, Mist. Ja, aber scheinbar greifen die echt immer zuerst an. Oh, Level Up, cool. Choose your loot. Bone Armor. Plus ein Herz, ist glaube ich gar nicht so schlecht, ne? One Magic Damage, draw a card. Mind Strike, oh Smite, das ist auch geil. Two Magic Damage, Block One. Ach, Block One Magic Damage, wir machen ja alle kein Magic, ne? Außer der Red King bestimmt und dann verrecke ich deswegen. Red Man draw blue, right? Nochmal Headbutt. Dann block ich und heil mich wieder. Nice. So. Für die Offhand haben wir noch nichts, ne? Can't be killed unless on one heart at start of round. Oh, das ist ja auch geil. Ah, und jetzt steht auch da unten, you lose das und das. Ah, ja, das gefällt mir sehr gut. Und dann macht ja eh nur das hier Sinn, weil sonst bei den beiden muss ich ja eine Karte abgeben. Oi, you mean I squeak? Gold Pouch. So, warte mal, wo gehen wir denn lieber lang? Was ist das hier? Fountain of Clairvoyance. Monster gains predictable next fight. Oh, das ist sehr gut. Dann möchte ich bitte hier lang gehen. Und da aber noch gegen einen Redman kämpfen. Shiny. Ziehen kann. Okay. Successful enemy discards eine Karte. Und das hier ist plus 1 versus unblockable. Das verstehe ich nicht. Also jetzt mache ich dann wahrscheinlich nur 2 Schaden. Ah ja, okay. Ah, das ist natürlich auch geil. Counter, zwei Physical Damage Block ein. Und. Oh, das ist natürlich schon cool. Sparkly Headband. You gain. Aber ich lose hier gar nichts, hä? Magic Damage plus ein Herz. Nee, steht you lose das und das. Und hier? Ich glaube, Counter ist besser als Fire Blast, oder? Also, oder just take some gold. Ah, das ist natürlich auch cool. Nee, ich nehme. Ist ein Fire Blast? Sparkly Headband. Also, es wundert mich halt, weil die Holy Crown nicht als verloren gegangen Dingsbums da steht.
Aber vielleicht hat die auch irgendwie nur einen anderen Effekt. Ich gucke einfach mal. That gold pouch. Enger, ein Angriff und mir ein Herz wegmachen. Nö, da block ich doch. Unblockable Damage, was? Warum hat denn mein Repair jetzt nichts gemacht? Mist, da muss ich gerade wohl nochmal genauer lesen. Ach Mist, er macht sich ja selber auch einen Schaden. Da hätte ich ihn ja umhauen können mit dem anderen Dings. Ah, aber jetzt. Overkill Damage! Bam! Yay, Piki hat Level Up. Here's to you, young Dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? Pikio dort richtig rein, ja. Ja, Walk in the Park, also das ist ja das gleiche wie eben, der Text. Gain new battle scar. Start with Arcane 1, okay. Bonuses. Trophy Room. Luxurious Lounge adorned with the fruits of a guild's labor. Fire Lord, also ein neues Adventure, okay. A victimless crime. Und Goblins. Das war doch ein Spiel früher, oder? Trophy Room, der kommt direkt neben die Schmiede. Caught up in all this doom and gloom of all the places you've wrecked. It's nice to have a big trophy room. A place to quietly reflect. Ich kann auch nochmal schauen, ob ich Untertitel einschalten kann, aber gibt's nicht, ne? Schade. Cat Burglar, ja komm. Hidden Den. A new Dungeoneer arrived. Ah. Wer ist das? Ist das Andy? Ich glaube schon. Miau. Kann ich jetzt mit beiden losgehen? What's this? There's more, a whole world to explore. Why there's gold to be found and treasure in store. But what's the point you're all hit and miss? It's so plain to see. You're not aus dem Gesicht geschnitzt, ja. Das dachte ich mir. If I never hear another story about clearing out rats, it won't be too soon. My minions, employees did return with some interesting rumors from the Red King, though. There was a mention of a magic orb, an orb of nosiness. It's exactly the kind of thing I could use to keep an eye on the Ivory League. I'll need all the help I can get if I'm going to take them down a peg. The rumors point to more dungeons out in the grasslands. I search there first. Ha! What I am saying, I'm not stepping foot in the place. What am I saying? I'm not stepping foot in that place. That's what I have jumps for.
And if they don't want to do it, there's plenty of more who are eager to join the guild. I've also decided that from now on we'll be known as the Guild of Dungeoneering. Either that or the Guild of the Ivory League of Explorers is stupid. Can't decide which will look better on our letterhead. Ah, yeah. Okay, Ach, jetzt kann ich mir aussuchen, mit wem ich da reingehe. Ah. Ja, machen wir Picky mal Pause und jetzt schicken wir Andi los, ne? Ich dachte, ich könnte jetzt mehrere Leute mitnehmen. Das wäre auch cool. Vielleicht kommt das noch. Hey, what are you doing in my evil entrance hall? Oh well, my imps will make short work of you. Sehen Sie auf dem Friedhof. Defeat 3 Monsters. Ja, okay, das kann ich. Ich frage mich gerade, ob die Monster skalieren. Fire Imp? Perfekt. Catnip. Was ist das denn hier? One physical damage, quick. Achso, da kann ich mal ausprobieren, ob ich damit dann zuerst angreife. Ja, okay. Ich dachte, es geht nur gegen Monster. Das verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Oh, der macht 2 Schaden. Ew. Ach, am Anfang ist es schon krass, wenn man so wenig Leben nur hat. Ah, Paper Crown, das kann ich nochmal gucken. Holy Seal, ja, hm. Block 3 Physical Damage. Ja, das hat ja eben auch überhaupt nicht geklappt, ne? Ruffled Shirt. Ein Quick Damage und eine Karte. Hm. Ich glaube, das hier ist schon ziemlich cool. Blocken und heilen. Oh no, der ist ja Level 2. Kacke. That was not so smart. Sorry, ich hatte Lag. Soll ich deine Aussage, dass ich richtig reinhaue? Achso, muss was zerstören. Achso. Rocket. Sehr gut. Ui. Das wird eng. Steht da noch 2 Schaden, aber kann ich auch und dann war es das für ihn. Sehr gut. Yeah, Level 2 Gegner. Und yes, Level Up. Sehr gut. Ein Glyph. Glyph. Probably means something cool. Ja. Draw Magicka. Achso. Ah, nee. Ach, guck mal, jetzt lose ich dann das Holy Seal. Supidity 2 plus 2 Herzen. Ich glaube, ich nehme das Tethered Mail. Plus 1 Herz und 3-mal blocken, ist schon sehr gut. Seit Inscription hat er was gegen Magicka. Ja, oh, das war aber auch ätzend. Oh, die sind Level 3. Eigentlich würde ich gerne jetzt hier rechts leicht lang gehen.
Wobei, ne, ich krieg ja nur XP für welche, die mindestens mein Level haben, ne? Jo. Yeah, Quick Damage, bam. So, easy peasy. Piece of cake, ah, das war schon drei. I'm not sure if you understand. This used to be a peaceful land. Since your guild come along, everything has gone wrong. And I dread to know now what you've planned. Was gönnen wir uns denn noch? Trickster's Favor. Plus one loot. Choice slot after first two fights. Ja. Whatever that might be. Unlocks Bruiser. Nee. Talisman of the Warrior. Plus one to first physical damage in battle for first two fights. Ist auch nicht schlecht, glaube ich. Go exploring. So, was haben wir hier? Oh, ah, nee. Ach, jetzt kann ich mir hier unten ein so ein Ding auswählen. Ah. Fire Lord, Scorching Spoils, Loot All of Ambrose Treasure. Okay. Das kann der Andi. Can speed everything up with the Turbo Mode. Kann ich dann auch schneller lesen? Just choose your loot. Ach, jetzt kann ich direkt von Anfang an ein Dings auswählen. Oh, das ist, kam das jetzt durch das Blessing? Ja, ne? Nee. Oh. Naja. Whatever. Level 3. Ne, erstmal die Level 2er machen. Scary Spider. Nein. War 8 Dungeoneers. Welcome to the club. Hä? Ach, weil er einen Club hat. Nee, ja, nee, wieso? Ja, genau. I've got a bad catitude, Goblin. Ha, ha, ha. Ja, ich mache hier durch mein Dings direkt einen Schaden mehr. Achso. Battle Scars. Start level with one loot choice. Das macht das. Ach so. Wenn ich einmal einen Dungeon gemacht habe mit jemandem, das ist natürlich auch geil. Ah. Okay, und plus ein Loot-Slot ist, dass ich aus vier Sachen wählen kann, statt aus drei wahrscheinlich. Das gefällt mir. Peppercrown war immer gut, ne? Pigeon Nest kann ich mir auch auf den Kopf setzen. Cool. Und Magic Damage. Achso, und heilen auch geil. So, Andi hat jetzt ein Vogelnest auf dem Kopf. Wie in echt. So, ne, Level 2 müsste der ja sein. Damit ich da noch XP kriege. Large Chest Possum. Ja, wobei, das stimmt ja gar nicht. Du warst ja erst beim Friseur, ne? Darkness. Ein Magic Damage und einen Magic Blocken. Dann werfe ich einfach eine Katze. Geister hassen diesen Trick. In die Richtung, in der er gehen kann, kannst du nicht beeinflussen. Ne, genau. Also ich kann es ein bisschen beeinflussen, indem ich da Sachen hin tue, wie zum Beispiel Geld oder so.
nochmal looten. Cooking Pot. Sind schon den Glöw, meinst du? So, ja, ne? Okay. Ach, hier ist der Weg, den er als nächstes gehen würde? Außer ich baue jetzt... I don't know. Ich weiß es doch auch nicht. Going to be a catastrophe. Hahaha. Ein Zombie, boah, wie viel Leben hat der denn? Eieiei. Ach, die Kay und dann. Ach, dadurch verliert er jede Runde. Ah. Achso, ne. Taking 2 oder mehr Schaden, dann kriegt er einen extra Schaden. Das ist natürlich geil. That means, ich muss immer viel Schaden machen. Bam, so. Schön Overkill. Das ist ja geil. Man verliert Slice and Dice. Ah, Decisions, Decisions. Kaffee nachladen, jetzt schon? Oh, was hab ich denn hier? Cool. Es ist doch noch gar nicht 7 Uhr. A heavy modern club. Me smash now. Mm. Already equipped. Sell for 2 gold. Achso. Ah, doch, ich probier den mal. Also ein Magic Damage und dann 2 Heilung dafür ist schon nice. Ich habe immer noch keinen Body Armor, Mist. Massive Gem. Nice. Ne, Andi muss Kaffee nachladen, um weiter ballern zu können. Achso. Spooky. Hm, mach doch unblockable Damage. Ah, so kann ich spielen nicht, aber morgens zum Zuschauen ist es recht nett. Das freut mich. Oh, was, der Block 2? Physical, okay, da muss ich selber den hier machen. Warum ist der denn schon wieder voll, Manu? Mino likey. Scratch. Zack. Oh, endlich Body Armor. Sehr gut. Und ein Massive Gem. Andi stirbt gleich. Nein, nein. Bis die letzten Wochen auch kein Glück. Schon Glück mit Mirko. Ja, Glück im Spiel. Pech. Nee. Ihr wisst, was ich meine. Fountain of Stupidity. Hero gains Stupidity. Two Stupidity next fight. Oh nein! Da möchte ich lieber nicht lang gehen.
Andererseits kämpfe ich dann erstmal gegen den. Das passt schon. Hoffentlich rutscht keiner aus, weil so viel geschleimt wird. Unblockable Flare Damage. Was? Achso, aber dann kann ich ja mich direkt um 2 heilen. Das ist eigentlich geil. So. Dann halte ich mich nochmal direkt wieder voll. Achso, ich habe Burn. Achso, wir burnen beide. Okay. Na gut, wenn es einfach jetzt so weitergeht, dann reicht das ja. Aber ich töte ihn jetzt einfach. Level up, geil! Plus 1 und Next Magic Attack. Plus 2 Magic Damage. Hä? Achso, das ist da unten. Das ist achso. Ui. Warhorn, das Refresh ist schon cool. Ich glaube, das nehme ich. Besser als dieser blöde Glyph. Oh, Glyph. Ich liege ihm doch auch so schon zu. Ja, ich nehme aber nur some Gold. Oh, Gold Pouch, geil. Ich auf jeden Fall in die Dings laufen. Fountain of Stupidity. Immer noch volle HP, das gefällt mir sehr gut. Sparkly Headband. Einfach. Take some gold. Morgen. Guten Morgen, VTuber. Gold Pouch, sehr gut. Das möchte ich bitte gerne auf jeden Fall haben. Ach, das hätte ich da hinlegen sollen. Muss ich nicht gegen den. Wobei ich mir Silber auch. Ich bin schon Level 4. Ach, die können ja alle nichts mehr dann. Ups. Upsi, upsi, ups. Das heißt, ich kriege jetzt wahrscheinlich eh keine XP mehr, ne? Ja, sagst du so, und gleich bist du tot. Schau lustig, Slay the Spire Konkurrenz. Es ist zu anders, aber ähnlich geil, würde ich sagen. Macht schon sehr viel Spaß. Die Mechaniken gefallen mir sehr gut.
das Deckbuilding auch. Man kriegt halt zwischendurch so Ausrüstungskarten, das finde ich auch super cool. Also ich kann halt hier 4 Slots equippen, die halt so Special-Karten, mit so Special-Karten ausgefüllt werden. Die ich dann aber auch nur gegeneinander austauschen kann, wenn ich was Neues haben will. Das finde ich super cool. One Magic Damage each turn. Wow, das ist ja geil. Massive Gem, das kommt hier hin. Ah, guck an, jetzt kann ich doch da lang gehen. Sehr gut. Fire Elemental Level 3, das ist egal. That looks perfect, ja. Ja, einfach irgendwas. Hauptsache, es geht weiter. So. More Loot Police. So, er macht mir 2 Schaden, verliert dann ein Herz. Dann mache ich das mal. Quick Damage 2 zuerst, haha. Ach, und dann kriegt er ja noch einen dritten Schaden, genau, weil der Decay. Das heißt, da muss ich immer 2 Schaden machen, damit er noch einen extra Schaden kriegt. Na, das war ja einfach. Gut, dass der Andi so stark ist. Nur Geld mitnehmen, denn jetzt haben wir es, glaube ich, schon geschafft, ne? Genau. Do you have any decency, I wonder? Like the Ivory League of Explorers. Stark, vor den Schrank gelaufen. So, ich würde sagen, 7 Uhr. Mal kurz Kaffeepause. Einmal nachfüllen. Ich habe vor kurzem das Bild von Andys krassen Bizeps gesehen. Was? Ich erinnere mich nur an dieses GIF, wo er Kuchen isst. Ich glaube, Piki meint das Foto von dem Tattoo. Jedenfalls, ich mache mal kurz Kaffeepause und sage bis gleichi. Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt alle frischen Kaffee oder was auch immer ihr morgens trinkt. Hallo Terrael. So, nun wo ich das Spiel hier sehe, ist mir wieder eingefallen, zu gucken, ob es für die Switch schon Monster Train gibt. Und zack, sind 30 Euro weg. Sehr gut. Ja, Monster Train fand ich auch super cool. Wobei ich das auch viel zu wenig gespielt habe. Aber, ja, also wenn man Slay the Spire mag, wird Monster Train auch sehr gut gefallen. Titel ist aber irreführend, ist gar nicht das Free Epic Game der Woche. Oh, stimmt. Warte mal, Free Epic Game der letzten Fragezeichen Woche. Du hast recht. Ist korrigiert. Das ist ein tolles Spiel. Ja, auf jeden Fall. So, Expand Guild. Muss ich hier erst alle... Ah, ne, jetzt kann ich hier schon... Ah! Oh, sehr gut. Trickster's Greed. Ach so, jetzt kann ich hier die nächste Stufe freischalten. Das ist natürlich auch geil. Ja, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt hier... einen neuen Typ hier habe. Also klar, man sollte wahrscheinlich mehrere haben, falls einer stirbt, damit ich die anderen, ich habe jetzt beide versucht, aber 800 würde ich nicht hinbekommen. Ne, ich hatte glaube ich auch 40 oder so, aber ich habe es auch nur so weit gespielt, bis ich mit allen einmal durch war und dann nicht diese schweren Modi nochmal versucht. Crown's Knowledge,
Plus one starting hand size in battle for first two fights. Ach, wobei das ja auch so ein Dingsy ist. Ich kann die ja nicht alle gleichzeitig haben. Kaufen wir einfach mal. Und dann geht's in den nächsten Dungeon. Hast du bisher auch erst einmal geschafft zu fliehen, aber es war mehr rewarding als im Boss bei. Was? Willkommen, euer Krabbenhaftigkeit. Guten Morgen, Krabbe. Einen wunderschönen. So, nehmen wir nochmal Picky. Bathbomb, Defeat Embro. Ja, komm. Wenn es fürs Grobe kommt, brauche ich Piki. Da vertraue ich an die nicht. Who dares invade the hot lair of Embro, Lord of the Flame? Ooh. Right in the middle of bath time too. Look at this puddle. Minions destroy them, bring me their bones. Emerald attacks in 12 turns. Oh no! Ach so, oder hier oben geht's noch weiter. Ja, denne. Aber der ist ja Level 1 hier. Why? Stop that. Ja. Eyes closed this time. Ach, dann bleiben die automatisch stehen? Hm, ich hätte hier gerne einen Korridor, der nach oben weggeht, ne? Werden die Karten hier neu gezogen komplett oder? Warte mal, ich kann doch. So, genau. Sehr gut. Hoffe ich, dass ich nächste Runde was kriege, womit ich. Wobei, nee, Quatsch. Das bringt ja gar nichts. Wenn ich hier hoch kann, dann könnte ich mir hier einen Weg lang bauen, aber naja. Naja. Dungeons haben bestimmt sehr raue Wände. Wo war das denn? Diss an Andy. Angriff und ich muss Karte discarden. Warrior Spirit. Okay. Bam. Lieber einen wegblocken. Hua. Oh no! Piki stirbt. Scheiße. Zu lange Pause gemacht. Kaum ist Krabbe da. A scream is heard to chill the bones. So lift the earth and lay the stones. A martyr's grave to recompense. But others would have had more sense. New Dungeoneer arrived. Wer ist das denn wohl? 5 Gold, das reicht nicht mehr für einen Friedhofswärter. Er war doch noch so jung. Ja. Sie. Aber ja. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Besser nicht. Nein, Krabbe muss noch ein bisschen warten. Jetzt will keiner mehr. Dann ist das. Nimm Fire Driller. Stimmt, der kommt bestimmt auch gleich, ne? Freut er sich, dass er so OP ist. Wieso kann ich jetzt hier nichts tippen?
Hier geht es. Aber hier im Spiel nicht. Click to rename. Hä? Cut it out. Ha. Huh. Ja, also doch, click to rename, so. Aber wo? Ja, da ist das wohl der namenlose Schrecken. Return Dungeons 2. Hm. Da hat es auch gerade einen Cursor. Ja, beim ersten Mal schon. Ah, jetzt, okay. Welchen Namen wollt ihr? Achso, Fire Driller, ne? Fire Driller. Das R passt nicht mehr. Naja. Fire Brille. Sehr gut. Oh Mann. Ja, dann muss ich mit dem erstmal hier so ein Level 1 Dungeon machen, glaube ich. Enter the Dungeon, ja. Lovely Loot. Und dann nehme ich den... Trickster für mehr... Denk an die PNs. PNs? Achso. Ja. Mal da einen Weg hin. Und so. Scary Spider, drop loot, ja. Krabbe, diese Frage kann ich dir gleich auch, kannst du dir gleich selbst beantworten. Boah, warum sind denn diese Spinnen so stark? Warum heilt die sich denn die ganze Zeit? Manno! Bis nachher. Viel Spaß bei der Arbeit. Viel Erfolg, meine ich. In Frieden arbeiten. Ach, jetzt habe ich auch die Kay, wenn die das haben. Ach du meine Güte. Oh je. Uff.
Nee, das gibt's doch nicht. Warum sterbe ich denn jetzt hier die ganze Zeit? Feuer auf der Schippe zum Tod, ja. Wie krass. We always know they have no chance. Especially when they wet their pants. But in the end, the guild survives. Ja, die nächste bitte, ja. Hurrah, hurrah, hurray. So, Krabbe. A victimless crime. Ah, ich mach mal hier doch, dass wir mehr Damage machen am Anfang. Gar nicht aufgepasst, schon vorbei mit Feuerbrille, ja. Den machen wir, wenn er da ist, nochmal. Achso, Hero Gains Decay. Hm. Können wir das irgendwie umgehen? Ja, ne? Nein! Du sollst hier hin! Mann, Krabbe, da sind doch Silvercoins. Oh Gott, not a scary spider. Silber ist mir nicht genug, ja, ich fürchte auch. Mann, ey. Schön wegblocken. Was hat die Frail? Incoming physical attacks get plus one damage. Oh. Ach, dann ist auch halb so wild eigentlich, dass sie sich immer aufheult. So, Level up. Ich lebe noch. Ja, noch. Genau. Das hast du sehr gut erkannt. Sehr gut, jetzt kriegt er sogar noch einen dritten Schaden, geil. So nämlich. Okay, das war eine einfache Entscheidung. Ach so, jetzt hat er von seinem, von seiner Karte einen Schaden bekommen und von mir und dann hat das Decay aber trotzdem gegriffen. Das ist natürlich auch sehr gut. Souverän, ja, ne? Who fills the dungeon with ghosts? Ja, ja. Ui.
Das ist aber nicht so nett. Tenacious. Can't be killed unless on one. Ah, okay. Minus 1 if surrounded by 5 plus tiles. Oh! Das ist ja witzig. Also der blockt den. Ich mache aber trotzdem. Weil ne, ich hau ihn einfach. Und jetzt kann ich ihn ja auch killen. Ja. Ach, bei Start of the Round, sehr gut. Deswegen war es jetzt egal, dass er verstehe ich, jetzt habe ich hier wieder das. Bei einem anderen Kopfteil hätte ich das verloren. Das verstehe ich nicht. Naja. Toll, sieht das Geld hier unten umsonst rum, ne? Genau. Ja, halt dich ruhig. Ach so, shit. Ich dachte Heilung und nicht. Ah, Mann. Egal, wieder was gelernt. Fury. Oh, if you look at the attacks, deal 1 plus damage. If on half health or less. Oh. Okay, es ist hier nach, ne? Konzentriere dich, es geht um nichts Geringes als mein Leben. Das ist korrekt. Ah, jetzt greift ein Fury, aber ist okay. Laufen die Dungeoneers von alleine? Ja, genau, sie laufen immer zu den Schätzen, zu den nächsten. Außer wenn es Silbercoins sind, dann manchmal nicht. Also ich kann halt so ein bisschen die Richtung bestimmen, wo sie hinlaufen. So, simple, boring, effective. Aber das macht ja gar nichts. Oder? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Continue Battle Star. Achso, well, start with Blade 1. Ah! Quite surprising. Aren't Dungeoneers just cannon fodder? Against all odds, they keep surviving. They're so dumb. Why even bother? Boah, es ist 7:30 und es ist stockduster draußen. Mann, ey. Fine all. Oh. Achso, da brauche ich viel mehr Geld für. Upsi. Hugs in a bottle. Plus one heart for ne. Apprentice nearby only. Okay, dann spare ich erstmal. Jetzt kannst du wieder Andi nehmen. Terrible truth. Get strong enough to beat the mimic before she catches you. Okay. So, Krabbe. You're the one who looted my grandparents. Die, evil adventurer. Defeat the mimic queen. Ja, dann muss ich jetzt zu ihr rennen, oder was? Hä?
Verstehe ich nicht. Erst leveln. Achso, okay. Ich fühle mich nicht stark genug. Aber welches Level ist die denn? Steht ja nicht dran. Na egal, ich töte die erstmal alle hier. This could make more fun, you know? Ach, I know exactly where you might be. Huch, die bewegt sich ja. Ja, ja. So, Neurotoxin. Nope. Ach, Blade 1, okay. Ich hätte jetzt natürlich hier mein Warrior Spirit abusen können für den nächsten Kampf. Oh, Eviscerate. Sind die Waffen jetzt alle besser, weil ich schon Blade 1 habe? Money, money, money. Oh oh. You move two spaces every turn, you can't escape me. Yikes. Hahaha. Witzig. Lona. Minus 1 if in dead end. Geil. Goldcoin, Goldcoin. Wechselt alle in den langen Gang. Ja. Achso, nein, meine ich, ne? Weiß schon. Erste Rampe. Ja. So, das war einfach. Schade, gibt's noch nicht für Linux auf Steam, aber kommt vielleicht noch. Ja, vielleicht woanders. Wobei. Das hat, das ist einfach nur eine bessere Version von dem Dingsy. Jetzt verstehe ich das. Das hat auch Holy Seal. So wie die Papierkrone. Hm, ja, nach dem Zug hier hat er mich gleich wahrscheinlich, ne? Das Spiel ist von 2015, jetzt haben sie die Ultimate-Version dieses Jahr. Okay. Ew. Drei Schaden und zwei Blocken? Das ist ein Drecksack.
Sorry, Krabbe. Das sieht nicht gut aus. Lauf weg, was? Wie geht das denn? Beende den Stream. Dark Rap takes 3 damage. Achso, nee, das war eben, ne? Oh no! Kann man fliehen? Nee, oder? Ups. Tja, jetzt würde Bandite der Krabbe so harte Schale drehen können, ja. Ich fürchte auch. Aber der ist auch ganz schön stark. Was mich wundert, dass ich noch ein Element mehr im Spiel habe. Stellst du dir auch einen Level 3 Gegner hin? Tja, aber wie fühlt es sich an, seinen eigenen Tod zu sehen? So. B-Cuber ist dran. Wobei, ich mache das jetzt eben einfach mit Andi. Schläfi, du kommst auch noch. Nee, Andi, du bist super stark. Wie soll man denn hier durchkommen? Bin ich wieder Level 1. Ich glaube, das bist du am Anfang immer. Du hast halt nur diese Battle Treats hier. Schon mal im Discord das. Und noch der Favor-Bereich, den hast du komischerweise nicht. Ich spiele es aber auch auf Steam und ob das ein Unterschied ist. Moment. How to kill viewers online fast. Ja. Oh ja, stimmt. Du hast da unten. Vielleicht liegt das an der Figur. Also an deinem Player, an deinem Charakter halt. Ist ja wieder ein Herz mehr und nicht nur ein Herz heilen. Mist, das vergesse ich immer. Das dürfte schon reichen, oder? Ja. Was die Entwickler angeschrieben haben, sie versucht mich schnell zu buffen. Das hat nicht gereicht, ja, weil ich so ein Kacknoob bin.
gar nicht nochmal geschlafen. Wir Bebsels, das habe ich mir auch gar nicht so gedacht. Aber du, ich habe dich ja auch zur Ruhe gelegt, quasi. Finde ich eigentlich nicht. Weil das ist Level 1, ne? Das schaffe ich wahrscheinlich eher. Aber da gibt es kein XP für, Mist. Fountain of Knowledge, Er ist ja noch nicht tot in diesem Chat. Ja, auf 4 oder mehr Schaden in einem... Ist ja richtig. Oh, jetzt kriegt er sogar 4. Noch nicht genutzt. Möbel spielt Guild of Dungeoneers wie Darkest Dungeon. Tyrell ist immun, der ist schon in meinem Spiel. Korrekt. So. Ach so, ja, jetzt erst, dass die auch wirklich die Klamotten anziehen. Kann ich da direkt schon hingehen, ne? Sehr gut. Achso, und dann kann ich hier sogar... Ah! Cool. Schickes Nachthemd, ja. Das ist schon ganz schön geil. Am Ende des Streams kommt ein In-Memoriam. Nee, da müsste ich ja jetzt schon aufhören. So viel Zeit haben wir nicht. Meine gesamte Bubble ist tot, ja, wir müssen aufhören für heute, das ist korrekt. Pain.
ganz schön stark, ne? Stupidity 2 plus 2 Herzen, das ist aber eigentlich ganz gut, glaube ich. Das ist quasi ein Subathon, nur anders. So, Boss-Time. Mir Queen, oh, die macht 3 Schaden direkt. Ach du liebe Güte. Easy, für Andy gar kein Problem. Well, this is really just quite surprising. Aren't Dungeoneers just cannon fodder? But against all odds, they keep surviving. They're so dumb. Why even bother? Super, Andy, ja. Some bosses chasing, maybe you can slow them down. Got a bad feeling about this. Ah. Was blöden Spinnen, ey. Level up, sehr gut. Ja, ein Herz ist immer gut, ne? Ah, oh, I have to dry off or I won't be my fiery best. Ach so. But I'd better wait 10 more turns before fighting me or it won't be fair. Ach so, ich könnte theoretisch direkt zu ihm hinrennen, oder was? Was passiert, wenn ich da jetzt ein Dings hinlege? Nightcrawler, so ist es mit den Surrounded by 5 plus Tiles.
Der hat halt immer spielt die OE wegen der Kerl. Achso. Aber ich hab die Ultimate Edition. Das ist ja das von Epic. Oder habe ich das falsche jetzt installiert? Das kann auch sein. Epic ist nicht die Ultimate. Achso. Oh. Dann muss ich immer die Kategorie aktualisieren. Ups, aber pst. In der Ultimate Edition würden wir alle noch leben, ja. Das Upgrade für 1190. Nein, nein, so funktioniert das nicht. Weapon oder Offhand? Bash oder Slice? Flavor Block ist auch geil, ne? Ja, sie haben natürlich komplett den Weg verbaut, nach links zu kommen, ne? Ja, schade. Das Warhorn war auch gut, ne? Bone Helmet. Scale Mail. Ja, glaube ich, nehme lieber was in die Offhand, weil da kriege ich ja nur Bonus, ne? Das sind schon sehr gute Karten. Kriege ich nach jedem Kampf ein Level ab? Ja, ne? So weit bin ich hier gar nicht gekommen, aber schon irgendwie schade, dass die Charaktere nicht so wirklich besser werden. Ja, du hast halt hier diese Traits, die du freispielen kannst. Und ich denke mal, mit jedem Run kriegst du eine Battle Scar mehr. Sodass du da schon immer besser wirst. Aber ja, geht so. Mal weg, viel Spaß noch, danke für die Unterhaltung. Alles klar, VQuba. Dann werde ich dich als nächstes sterben lassen. vielen Dank fürs Reinschauen und einen schönen Start ins Wochenende dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das macht Dingsschaden. Das ist ja doof. Aber dann mache ich einfach das Gleiche. Perfekt, jetzt mache ich 2 Schaden und Blocke sein sogar. Haha. Geil. Mist. So, einen Schaden machen und go. Wenn besser durch Freischaltung in der Gilde, nicht vom Level, aber Ausrüstung, Talisman etc. Ja, genau. Aber ich fände es, glaube ich, auch cool, wenn die an sich besser werden würden, damit ich mehr an denen hänge oder so.
mal von euch mit Laptops aus. Ja, genau. Kommt drauf an, wie Andi schon sagt. Ach witzig, er tötet sich jetzt einfach selbst. Alle denken hier gleich, ja, Laptops zum Tragen, ne? Jetzt gerne. Einfach zum Boss gehen. Das ist ein dummer Gedanke, ja. Ach Mist, jetzt läuft er hier wirklich erst zu den Gegnern noch, um die alle umzuhauen. Das ist ja blöd. Ich bin Level 3, dann brauche ich natürlich auch einen Level 3 Gegner. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, ob ich da jedes Mal ein Level Up kriege. Hallo Onkel Erika, das ist das Spiel von letzter Woche. Ja, steht auch im Titel. Ich habe es aktualisiert. Jetzt macht er hier schon sein Fury-Dings, Mist. Ah, Level Up, okay. Das könnte wirklich sein, dass nach jedem Kampf ein Level Up ist, oder? Sind das gute Tutorial denn auch erst in der Ultimate Edition bestimmt? Also hier war gar kein Tutorial, glaube ich. Feathered Cap. Restore and Refresh. Hier, das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, warum da nichts beisteht. Simple, boring, effective, aber... Also Blade 2, ja, Ist auch keine Bedienungsanleitungen. Blade 2 war gar nicht so gut, oder? Witzig, Andi, witzig. Andi, jetzt rennt er zum Boss. Ha. Und dann parke ich den da vorne. Noch hier irgendwie noch Kram dran. Attacks in one turns. Gruselig. Ich habe so große Angst. Ich meine, im Tutorial hast du, dass der Gegner mindestens das gleiche Level haben was wie du, damit du Level. Ja, genau. Also hier stand jetzt, dass es XP gibt, wenn ich einen Gegner töte, der mein Level hat oder eins höher.
deswegen würde ich mal sagen. Dass ich. Also ich weiß halt nicht, ob ich dann wirklich jedes Mal Level kriege oder ob es eine gewisse Anzahl von XP braucht für ein Level-Up. Geil! Skilled? Oh, was heißt das denn? Doesn't get level 1 or level 2 cards. Oh. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Body Slam. Ja, dann mach das mal ruhig. Ciao. Ja, Andi regelt einfach, ey, das ist so krass. Do you have any decency, I wonder? Like the ivory leaf. Mach keinen Blödsinn mehr, boah. Instead you pillage and plunder and rip everything asunder. You just erect this bunch of. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich habe mir letztes Jahr von Asus den ROG Zephyrus G14 geholt, also 14 Zoll. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Also der hat auch eine 2070, glaube ich, drin. Und es läuft alles ganz gut. Allerdings werden die halt entweder sehr warm oder sehr laut. Das ist halt das Problem. Laptops sind ja eher Heizung, aber ich denke, diese Omen-Teile sind ganz okay. Aktuell wohl eher eine Preisfrage. Ja, stimmt. Also ich habe auch zufällig gestern Abend gesehen, bei notebooksbilliger.de gibt es einen krassen Sale. Ich will nicht sagen, dass ich da Geld ausgegeben hätte, aber... oh nein! Hier sind die ganzen... Leute, die wir verloren haben. Ach, der Fire Driller, der hat Urlaub die Woche, glaube ich, oder? Kann das sein? Didn't get out much. Oh. Immerhin liege ich in guter Gesellschaft. Completely unremarkable in every way. Oh nein, das stimmt aber nicht. Morgen ist Feiertag. Ja, ich würde gerne noch weitermachen, aber ich muss jetzt leider einen Halbmarathon laufen. Vielleicht spiele ich das am Sonntag weiter. Nee, am Sonntag. Große Ankündigung. Sonntag ist wieder Sonntalk-Time. Und ich werde davon erzählen, wie es ist, einen Monat jeden Tag Sport zu machen. Denn der Möpperton neigt sich dem Ende. Und genau. Da war ja die Aufgabe... jeden Tag einmal den Schweinehund überwinden und sich doch noch bewegen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr möchte. Und da haben einige Leute mitgemacht bei Twitter, das fand ich sehr cool. Und da werde ich ein bisschen berichten. Laptops sind meine Sache, meine Freunde finden Laptops praktischer. Ja, das stimmt genau. Guck mal bei notebooksbilliger.de. Jetzt würde ich mir an meinem Geburtstag erzählen lassen, wie es ist, Sport zu machen. Stimmt, Psils, bald ist es soweit, ne? Vielleicht kriegst du sogar was. Ja, also, bis dahin. Schönes Wochenende, kommt gut rein, macht nicht zu lange heute. Sonntag zum Thema, wie ist es, einen Monat lang den Schweinehund machen zu lassen. Ja, auch sehr schön, Krabbe. Bin ich auch gespannt. Was macht das mit deinem Gewissen? Und was macht das mit gewissen Leuten in deinem Umfeld? Jedenfalls. Sonntag, genau, streame ich so ab 17, 18 Uhr. Muss mal gucken. Das werde ich mal noch genauer bekannt geben. Ich sag einfach mal 18 Uhr. Weil ich werde ja nur reden, das dauert nicht so lange dann.
denke, dann sind wir bis 20 Uhr oder so durch, dann können wir rüber zu Legüm oder wer auch immer Sonntagabend noch streamt. Und morgen früh spielt Darkrap nochmal weiter Moncage oder Moncage oder Montage oder Samstage oder wie auch immer das Spiel heißt. Das ist auch sehr spannend. Das möchte ich aber selber spielen, deswegen bin ich da immer nur so im Log dabei. Aber ja. Ja, geht zur Arbeit. Ich mache jetzt hier aus. Ich erzähle noch ein bisschen, dass ich. Ihr legt zuerst auf. ja. Guild of Dungeoneering ist ein cooles Spiel. Ich glaube, ich werde das noch weiterspielen. Das macht auf jeden Fall Bock. Ich habe noch nicht ganz durchblickt, warum man verschiedene Charaktere haben sollte, weil Andi macht ja eh alles. Von daher, ja. Also bis dahin, kommt gut ins Wochenende und auf Wiederschauen im Morgengrauen. Tschüss!